Wenn direkt morgens Nacken- und Rückenschmerzen, fängt der Tag im Büro ja schon mal gut an. Dieser kleine Clip soll Abhilfe schaffen. Er überwacht kontinuierlich das Sitzverhalten und vibriert, wenn man zu lange die gleiche Position einnimmt. Die dazugehörige App animiert zum Aufstehen und mehr Bewegung und gibt nützliche Tipps. Der Preis rund 100 Euro. Für noch mehr Wohlbefinden soll dieses Gerät sorgen. Es reichert die Atemluft mit einem Spezialsalz an und verströmt so eine angenehme Meeresbrise im Raum. Eine integrierte UVC-Lampe beseitigt Keime, ein Filter Staub und Pollen. Erhältlich ist die frische Seeluft ab März 2020. In der Mittagspause oder nach Feierabend liegt Yoga voll im Trend. Wem das noch nicht genug ist, der fühlt sich vielleicht auf diesem Balanceboard wohl. Die wackelige Angelegenheit aktiviert die Tiefenmuskulatur und ermöglicht ein Ganzkörpertraining. Sehr beliebt ist das Gerät vor allem auch in der Physiotherapie. Und stylisch sieht das aus deutscher Buche gefertigte Brett auch noch aus. Los geht's ab 499 Euro. Wer nach der Arbeit abschalten möchte, nimmt am besten dieses Kissen zur Hand. Das InMoTouch reagiert auf Bewegung und passt die Lautstärke der abgespielten Musik darauf an. Der eigentliche Clou sind aber die Vibrationen, die sich auf den Körper übertragen und eine sehr beruhigende Wirkung auf ihn haben. Die Kombination mit ausgewählten Stoffen soll vor allem den Menschen zur Entspannung verhelfen, die sehr sensibel auf ihre Umwelt reagieren, beispielsweise bei Demenzerkrankungen, aber auch bei Angst vorm Zahnarzt. Gut 7% aller Menschen leiden an krankhafter Schlafapnoe, nur etwa die Hälfte von ihnen weiß davon. Ein kleiner, unscheinbarer Würfel soll nun Abhilfe schaffen. Und wir haben ein Gerät entwickelt, mit dem man kontaktlos Vitalparameter messen kann. Das heißt, wir messen während dem Schlaf die Atmung, Bewegung und den Herzschlag von Patienten, um verschiedene Krankheiten zu diagnostizieren. Wir nutzen Radartechnologie. Das heißt, im Prinzip machen wir nichts anderes, außer Distanzunterschiede zu messen. Wenn man atmet, bewegt sich der Brustkorb und das verursacht einen Distanzunterschied zu unserem Gerät. Genauso der Herzschlag. Und so erfassen wir die Vitalparameter. Im Gegensatz zum Schlaflabor findet hier keine lästige Verkabelung mehr statt und die Messungen können bequem zu Hause durchgeführt werden.